So, ihr Lieben, es geht weiter mit I Am Alive. Wir wissen ja, dass uns dort jetzt gleich 4 böse Gestalten erwarten. Puh, ja, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Vorne ist der mit der Waffe. Scheiße, ich wollte nämlich genau an diese blöde Waffe da unten ran. Oh. Gut, hier liegt aber zumindest immer eine Wiederholung wieder. Wahrscheinlich aus Übungszwecken. Ja, also meine Idee ist jetzt einfach, dass wir den einen mit der Waffe niedermachen und dann die Dinger da holen. Die Munition und so. Damit die sie nicht aufnehmen können, weil der eine läuft ja immer hin und... You really don't like strangers. Ja, ich auch nicht. Rush him, watch out, boys! Hey, guys, he's serious. Okay, ah, ja. Puh. Okay, Taktik hat aber so funktioniert. Also, das heißt, wir müssen auch aufpassen, wer eine Waffe hatte. Weil wer diese Waffe hatte, wenn wir denjenigen umnatzen, gehen sich andere Leute diese Waffen holen. Das ist natürlich taktisch gar nicht mal so unclever. Finde ich ganz cool gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Aber wie viele Looters gibt es jetzt noch? Ich habe euch jetzt schon hier alle, ne? Und ich weiß, ich wackel mit der Kamera so, aber es liegt daran, dass ich mich immer umgucken möchte. Ich mal Angst habe, dass ich irgendwo etwas liegen lasse. Das wäre sehr, sehr schade. Weil wir natürlich alles gebrauchen können. Seht ihr, da hinten liegt zum Beispiel mal was. Painkillers. Sehr schön. Hatten wir gerade eins ausgegeben, um uns ein wenig hochzuheilen. So. Tja, Leute, hier geht's weiter offensichtlich. Lichtlein blinkt. Open. Yes, we do. Komm, komm, komm. Und einmal durch. Oh, gleich den nächsten. Kill the tougher one first and the weak one will surrender. Ja. Okay. Ich muss jetzt eine... Hold up. Hey, wait. I'm at your mercy. Huh. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Minuspunkte gibt, wenn man die danach noch exekutiert. Ich weiß es nicht. Aber es mir lieber, nachher hüpfen die mich von hinten nochmal an oder so. Ich habe dann auch keinen Bock drauf. Jetzt haben wir absolut keinerlei Munition mehr. Meine Fresse. So, und hier liegt nichts rum, außer dass wir das hier haben. Oh, komm, 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 komm. Sehr schön. Und weiter geht's. Im Text. Sieht alles so gleich aus hier. Hier waren wir auch noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Da liegt was. Ein Kletterhaken. Sehr schön. Und da drüben, da müssen wir hin. Da ist eine Treppe? Nein, ich sehe schon Treppen. Es war natürlich keine Treppe. Crate's pretty high up. Ja, offensichtlich. Und? Ich muss niesen. Entschuldigt. Da unten, schau mal, da ist ein Kanister. Komm aber so jetzt von hier aus nicht hin. Okay. Okay, dann schauen wir mal. Was ist denn das hier?
Okay, also es ist ein Generator. Wir brauchen Kanister. Einen hatten wir ja unten schon gesehen. Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Und ein... Oder wir können auch hier hochklettern. Wir klettern mal ganz kurz hier hoch. Ach ja. Mann, komm, 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 komm. Fein. Okay. Ah, das ist natürlich jetzt auch... Jetzt muss ich alles... Guck mal, da drüben ist einer. Da drüben ist einer. Die Frage ist nur, wie zum Kuko kommen wir da hin? Da unten liegt noch so einiges anderes Ding, Zeugschen, so und so. Und da unten brennt ein Feuer. Hier hätten wir ein Wasser, so wie ich das sehe. Und hier komme ich wohl eher nicht so runter, ha? Huh? Aber hier sind Kletterdingsel. Und jetzt lasst uns mal gucken. Wir kamen hier. Da könnten wir theoretisch da hochklettern. Und darüber, da runter und dann da lang. Also ich denke, das könnte der Weg sein. Die Frage ist jetzt nur... Wie kommen wir denn da oben auf die zweite Etage? Ach so, da oben können wir wahrscheinlich nochmal sogar Halt machen dazwischen. Na, schauen wir mal. Es ist ja alles nicht so einfach. Genau, guck mal. Sehr schön. Na, komm mal hoch hier. Naja. Na komm, wir klettern mal ganz kurz hoch. Ja, komm. Oder da lang. Ich weiß es nicht. Gut, das geht. Ja, ja, das ist noch genug. Das passt alles soweit. Sehr schön. Und denkt daran, wir müssten dort runter. Das heißt, wenn wir hier raufklettern, aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Wenn wir hier raufklettern? Das hier fallen lassen? Oh Gott. Komm her, Äffchen. Geh mal hoch. Ja, und jetzt würde ich ja fast sagen, klettern wir doch einfach hier hoch. Hüpf mal einmal eine Runde. Und dann sind wir irgendwie nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte doch da nach unten, oder? Da kann ich ja einmal runterhüpfen. Ja. Na gut. So, Nummer 1. Check. Nummer 2. Hatten wir gesagt... Ich hüpfe hier auch nochmal runter. Nummer 2 war ja irgendwo... Komme ich hier raus? Oh. Nein, offensichtlich nicht. Ach, da unten sind auch noch welche. Ha. War das jetzt demnach unclever, da runter zu springen? Aber wie kommen wir denn da hin? Naja, gut. Muss ja irgendwo von hier sein. Da sind auch noch mal Röhrchen. Aber die bringen uns nicht wirklich viel. Okay. Also das gleiche Spielchen nochmal. So, Aufregung, Aufregung, Spannung. Spannung, 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 Spannung. So, hier geht es nochmal hoch, dass du nochmal Luft holen kannst hier. Huh, und runter und weiter geht's. Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, macht das schon Spaß mit diesem Ressourcenmanagement irgendwie. So, hoch. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Offensichtlich, ach guck mal, da sind Rohre auf der Seite. Okay, also gleicher Weg nochmal. So. Ist mir egal, auf welcher Seite du kletterst. Hauptsache du kletterst.
So. Nee. Hoch. Und hier können wir uns bestimmt einfach gar nicht... Achso, aber so. Guck mal. Nein. Ja, ja. Ich lass mich einfach mal fallen. Sehr schön. Guck mal. Oh. Ja. Wir gehen zum Aufzug, nachdem ich herausgefunden habe, wie. Puh. Aber wir sind doch da oben gar nicht rausgekommen, oder? Das war doch gerade irgendwie mein Problem. Aber vielleicht dort über die Leiter, oder? Ich weiß es nicht. Das könnte ein wenig knapp werden hier, glaube ich. So. Und feines. Ja, ich bin auf dem Weg dorthin. Jetzt sei mal nicht so... Und da rüber? Und das soll uns helfen? Das hilft uns doch eigentlich nicht, oder? Weil dort unten kommen wir ja nirgendwo wieder raus. Wir müssen ja irgendwie wieder raus. Huch. Die Frage ist halt nur, wie. So. Lassen wir uns hier auch nochmal fallen. Ist das jetzt hier der Eingang? Ja, ne? Oh, nicht, dass wir das jetzt gleich nochmal machen müssen. Lass mich mal fallen. Aber von hier sind wir doch gekommen, oder nicht? Ja, genau. Hier wollte ich hin. Dankeschön. Fein. Ich denn bin. Supi. Nur denn. Ach, guck mal, da oben drauf liegt noch eine Dose. Oh, klar. Hier ist nichts. Wo komme ich denn hier raus? Hallo? Hallo? Da. An dem Ding hier vielleicht irgendwie hoch? Nee. Nee. Nicht so eine clevere Idee. Oh, ich glaube, ich muss gleich nochmal niesen, Leute. Ich halte mich zurück. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn jetzt hier für eine Riesenmauer, bitte? Oh, Wahnsinn. Aber da sind wir auch schon. Den hätte ich jetzt natürlich ehrlich gesagt gerne auch nicht genutzt, aber... Soll ich sagen. Ging halt nicht anders. Shit. The crate looks like it's been damaged. Hm. Sehr schön. Hallo? Kamera? Dankeschön. Hm. Das finde ich ja da irgendwie nicht so nett da gerade. Und ich fürchte, da müssen wir durch, oder? Und uns irgendwie da rüberhangeln. Seht ihr das mit diesen Abhängen hier? Und da unten sind die Rohre, an denen können wir uns dann festhalten. Boah, alter Falter, kann ich nicht woanders lang? Theoretisch ging es ja auch hier irgendwie nach oben. Die Frage ist halt nur, ob uns das was bringt. Komm, lauf schneller, Junge. Komm. Oh Gott. Mach doch sowas nicht mit mir.
Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, das hat uns mal so absolut gar nichts gebracht. Na gut, passiert. So, naja, dann müssen wir wohl da lang. Geht der denn wohl nicht anders, oder nicht? Hier, so wahrscheinlich. So, und jetzt würde ich nämlich sagen... Ja, Junge. Kannst du da nicht hoch? Ja, es wird gleich noch closer. Weil er ja irgendwie auch hier nicht hochklettert. Jetzt klettert doch mal hoch da. Okay, Leute. Wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.